Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe, die 76209. Ganz genau so ist es, aus dem Jahr 2022, bestehend aus 970 Teilen für 120 Euro Liste. Thors Hämmerchen. Ganz genau so ist es. Den schauen wir uns doch mal an. Ich habe den vor ein paar Wochen gebaut, dann habe ich ihn hinter mir ins Regal gepackt und er ist bei mir sozusagen in Vergessenheit geraten. Der Bau ist definitiv nichts, was irgendwie in Erinnerung bleibt. Und ich habe dann überlegt, was ich über das Set euch erzähle. Während ich ihn gebaut habe, habe ich rumgemosert und dann hätte ich einfach so... es ist jetzt über die Wochen nicht wirklich besser geworden. Aber ihr fragt mich immer wieder, was denn das für ein Hammer da hinten, auch bei den Live-Videos. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir schauen uns mal kurz an. Mache ein kleines Video. Ich hatte schon mal so ein 3-Minuten-Video darüber gemacht, aber das wollte ich mir selbst nicht angucken, da habe ich das wieder weggehauen. Gucken wir doch mal kurz durch und gehen die ganze Sache mal, dafür bin ich bekannt, neutral an. Also erstmal, wir wollen Platz schaffen, die Box. Das ist eine 18-Plus-Box, das heißt, es gibt kein Design. Verzeihung, es ist ja tatsächlich so, Lego spart viel Geld damit. Logischerweise. Sie designen ja nichts mehr. Schwarze Box, packst das Produktbild drauf, Sache ist gut. Es gibt natürlich keine Blitze und nichts, das ist vollkommen klar. Wir kommen aber noch auf jeden Fall auf dieses Bild hier zu sprechen. Die Abenteuerrückseite, nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Also da ist auch nichts. Also da seht ihr das. Und hier unten die Ecke ist auch das Unglückliche. Denn schaut mal hier die Details an. Die da und das hier. Das ist sozusagen das, was den Hammer ausmacht. Und das haben sie leider nicht umgesetzt. Hier ist die Anleitung drin. Es gibt keine Sticker. Es gibt einen Print. Und das war's ja. Es gibt ja auch keine Details. Also keine Sticker, aber leider auch keine Prints. Sonst, bis auf das da. Gucken wir uns auch gleich noch an. Zu der Box kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Das ist das Hämmerchen mit der Basis dazu. Wir haben dieses kleine Fokus. Dieses kleine Fokus, circa Fokus. Tesserakt, Odins Feuer und ein Handschuh mit Steinchen drin. Wir haben hier einen Thor. Das ist Standard Kopf, Standard Friese, unbedruckte Hose, aber ein neuer Körperprint. Und dazu gibt es hier noch einen Umhang dazu. Komm, Fokus auf den Körperprint, da habt ihr den. Er glitzert sogar ein bisschen. Also ordentlich was los. Ja. Tatsächlich nur eine Figur dabei. Ich meine, Thor ist Hammer, also ist Thor dabei. 120 Euro. So, das haben wir fort. Kleinzeug. Theoretisch kann ich das später nochmal anschauen, wenn wir... das kann man hier drin verstauen. Wenn man möchte. Dann steht es immerhin nicht blöd rum. Das finde ich eine gute Idee. Aber wir messen nochmal kurz aus. Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir dann ein bisschen auf das Modell ein. Wir haben jetzt eine... Ja... 31 cm... über diese Grundfläche hier, das sind Straßenplatten übrigens, gell, die ganz normalen City-Straßenplatten, 25 cm. Und jetzt, wenn es so dann steht, also nur, dass ihr Platz im Regal habt für das Ding, sind es 49 cm. Der Hammer an sich hat 23 cm. Jetzt hier ist so ein bisschen die Frage, aber es sind so, ja, 49, da tut sich nicht wirklich was. Und was brauchen wir noch? Achso, die Tiefe brauchen wir auch noch. Das sind... 12 cm. Mal kurz geguckt, oder? Dark Bluish Grey, das sind die Straßenplatten. Hier ist neu der 3040er Slope, der 1x2 Slope. In Translite Blue ist bei dem Set dazugekommen, ist ein 2022er Teil. Bei dem Set kam es dann das erste Mal vor. Und ein paar kleine Sachen noch, die soweit passen. Hier ist echt nichts los. Das ist noch ein Lurp, was hier verbaut worden ist. Das ist ein Large Ugly Rock Piece. Genau. Also das Ding ist auch... Es ist an ein paar Noppen festgemacht. Meine Güte. Es ist halt dafür da, dass man hier einen Winkel hinbekommt. Das Ding kann man hier dann dazwischen hauen und dann ist es da so. Ob man jetzt lieber so einen schwarzen Sockel hätte, in der so eine Kerbe drin ist, wo man das reinstellen kann oder sowas hier für euch... Absolute Geschmackssache ist mir, da habe ich wirklich überhaupt keine Vorlieben. Ist mir gerade egal. So, und jetzt kommen wir hier natürlich zu dem Hämmerchen. Der ist okay, möglicherweise ist er sowas wie 1:1. Er erscheint mir ein bisschen klein für 1:1.
Aber kann auch daran liegen, dass das einfach nur die Proportion ist, Griff im Vergleich zu dem Kopf und der Lasche hier. Kann sein, dass mir das einfach immer größer in den Filmen vorkam. Aber das ist wirklich irrelevant. Lego hat für mich überhaupt nicht den Anspruch, 1:1 zu sein. Eher sogar kleiner. Also das ist in keinster Weise Kritik. Ich würde es eher begrüßen bei sowas, wenn sie da irgendwie auf was Putziges gehen. Ich verbinde ja mit Lego immer was Putziges. Und 1:1 ist selten putzig. Also. Wir haben, weil ich gleich die Packung wegstellen will, deswegen wollte ich drauf eingehen. Ihr könnt mal genau das anschauen. Und ihr seht diese 6x6 Fliesen und ihr seht hier die 2x2 und 2x6 Fliesen. Die sehen absolut identisch aus, sowohl was den Glanz angeht, als auch was die Oberfläche angeht, wie glatt die ist. Seht ihr auch hier an den Seiten. Auch absolut glatt alles. Absolut glatt. Auch hier absolut glatt. Dieses Produktbild entspricht nicht der Realität. In irgendeiner Art und Weise. Also bis auf die 2x2 und 2x6 Fliesen wurde hier alles bearbeitet. Auf dem Produktbild. Das ist nicht mehr nur das Werbeplakat, sondern das Produkt, das ihr kauft, sieht einfach nicht so aus. Und jetzt frage ich mich, schämen Sie sich für Ihre eigenen Teile so sehr? Ich glaube schon. Ich glaub schon. Denn das ist die Realität, wie der Block aussieht. Und da seht ihr, die glänzen wirklich. Das sind gute Lego-Fliesen. Wenn da irgendwas drauf ist, sind das meine Fettpatscher. 2x2 und 2x6 Fliese sind über jeden Zweifel erhaben. Die sehen gut aus. Und jetzt guckt euch mal die 6x6 Fliesen an. Die haben eine raue, matte Oberfläche mit einem großen, hässlichen Anguspunkt. Und das ist kein Zufall, die hier auch und wenn wir uns die hier unten angucken, ganz genauso. Ebenso sind die Slopes hier matt. Die sind auch matt, die glänzen nicht. Das hier glänzt, das sind keine Fliesen. Das ist Studs on the side. Also man baut eine Wand und kippt sie. Das sind 4x4 Panels einfach nur. Die glänzen alle. Und dann, das ist meine Kamera, huh. Und das hier ist eine raue Oberfläche, die auch wieder matt ist. Ich mag diese Produktbilder von Lego ja sowieso nicht. Dieses Set hier, als ich mir das angeschaut habe 2022 auf der Website, ich glaube, wir haben es im Livestream gemacht, da gibt es so ein absolut albernes Bild, da sitzt so ein Tor für Arme, Hobbyverschnitt, sitzt da und guckt sich aus der Entfernung seinen Hammer an. Der sitzt total verträumt da in seiner Betonwohnung vorm Kamin. Und guckt sich so diesen Hammer an und es entzückt hin und weg. Und da habe ich mir gedacht, da habe ich dann angefangen, auf Instagram die dummen Fotos zu posten, weil es einfach so komplett unrealistische Darstellungen sind. Hauptproblem tatsächlich, wenn das Ding fertig ist, Flat Silver wäre natürlich richtig gewesen. Ich glaube, jeder, der auch nur ein Tor-Plakat mal irgendwo gesehen hat, weiß, dass er keinen hellgrauen Klotz mit sich rumträgt, sondern dass das Ding metallisch wirkt. Flat Silver wäre die Farbe der Wahl gewesen. Wenn man dann schon dieses Light Bluish Gray nimmt, hätte man die gleichen Oberflächen nehmen sollen. Das haben sie auch nicht getan. Und wenn man das dann schon macht, dann keine Fliesen mit großem Anguspunkt, haben sie auch getan. Also qualitativ ist das durchgefallen leider, weil das ist ein reines Display-Set. Das Ding hat ja, ich meine, klar, man kann man damit durch die Wohnung rennen oder irgendwie die Katze jagen. Aber mehr ist damit ja nicht. Das Ding stellt man danach dann hin und dann ist es da. Und wenn man dann halt auf Anguspunkte schaut und Farbunterschiede, das ist halt einfach schäbig. Für 120 Euro. Für 60 Euro, okay. Ihr bekommt es mit 60 Euro im Markt oder 70 Euro wahrscheinlich irgendwann mal. Das ist ja ein teilexklusives Ding, aber dann wird der Händler wahrscheinlich Kaufhof ordentlich draufgelegt haben. Gell? Ihr kennt das. So, aber jetzt mal davon abgesehen. Ihr habt den also, ihr seid glücklich, euch gefällt hellgrau statt metallisch grau. Euch stören die großen Anguspunkte nicht und euch stören die Oberflächen nicht. Fehlen natürlich alle Details an so einem Hammer. Ich mag tatsächlich diese Noppenlinie, die ist ganz gut, auch wenn die den Hammer oben und unten dicker werden lässt. Ich hätte aber natürlich hier gerne Prints drin gehabt. Das hätte sich auch massiv angeboten, ebenso hier das finale Zeichen drauf zu machen. Hätten sie halt wieder diese Technologie Druck erfinden müssen, das ist ein gewisses Problem. So viel zur Spitze, was ich euch noch hier als Funktion geben kann. Der Bau ist übrigens easy, eine Stunde etwa. Ist echt der Hammer. Also ich habe das Teil nebenher gebaut, ich habe eine Serie geschaut und das Ding runtergebaut und auf einmal war es fertig. Liegt daran, dass es natürlich extrem wiederholend ist, was man baut und dadurch geht es unglaublich schnell. Wir haben ja allein von den braunen Dingern 116 Stück drin und das ist quasi ein Bauschritt mal vier.
Und dann klopft man klang, klang, klang. Dann habt ihr über 10% des Sets schon gebaut. Dauert 2 Minuten. Das ist halt ein echtes, also es ist wirklich super, super, super schnell gebaut. Ihr könnt diese beiden Elemente abnehmen. Dann habt ihr den Blick ins Innere. Und da drin, ja, blau, rot und so weiter. Man sieht aber nichts von außen. Es ist mir, bei dem Set ist mir die Farbseuche egal. Da drin seht ihr 4 Noppen. Auf diese 4 Noppen könnt ihr das Ding hier stellen. Wenn man das da reinkriegt. So, und dann festmacht, und dann steht es da. Ihr kriegt es nicht mehr wirklich gut raus. Aber das wird damit auch nicht gespielt. Ihr habt es reingesetzt, ihr wisst, dass es drin ist, das war's. Wen interessiert es da? Passt für mich, ist in Ordnung. Jetzt habt ihr das Ding und habt es fröhlich in der Hand. Jetzt denkt ihr natürlich, okay, dieser Sockel gefällt euch vielleicht nicht. Und ihr sagt, ey, wir haben ja aber einen coolen Griff. Das ist von der Videobox, der Griff. Habe ich euch ja auch schon welche gezeigt. Und dann denkt ihr, oh, das ist cool. Dann nagel ich mir irgendwas in die Wand und dann hänge ich es da dran auf. Fast. Das Ding hält das eigene Gewicht nicht. Das geht einfach stumpf ab. Das sind diese 4 Noppen. Diese 4 Noppen und das war's. Also das könnt ihr vergessen. Das ist reine Deko, es ist eine kleine Deko. Und also ich habe das vielleicht eben jetzt abgerissen. Es geht wirklich einfach ab. Also das ist überhaupt kein Widerstand. Der Hebel, wenn man so weit weg ist, das schaffen die 4 Noppen nicht. Wenn man hier hinten zieht, das geht einfach nicht. Also das ist wirklich pure Deko, keine Chance. Hätte man natürlich leicht integrieren können mit ein bisschen Technik, aber haben sie nicht getan. Und was aber jetzt mal, falls ihr doch aus irgendeinem Grund auf die Idee kommen solltet, dass ihr mit dem Ding, ach, den habe ich aber hier nett hingestellt. Das war Absicht übrigens. Wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, mit dem Ding aber mal wirklich Spaß zu haben und ihr kommt jetzt mal los und jetzt wollt ihr auch richtig draufhauen, dann seht ihr, dass sich hier die Kanten, ihr seht jetzt meinen Kopf da durch, mein Gesicht, dass sich das seitlich löst. Auf beiden. Und wenn ihr das so macht, auch genauso. Ja? Das ist nicht dafür da. Plus, das Ding jetzt drin ist natürlich lose. Die Konstruktion ist auch, ja, das, es ist Technik, aber es ist nur dran gesetzt mit Noppen. Es ist nicht wirklich mit Technik verbunden. Deswegen geht es leicht auseinander. Aber die innere Konstruktion, wie gesagt, es ist null zum Spielen da. Also, passt schon. Und wenn ihr es in die Hand nehmt, das kommt wahrscheinlich jetzt eher auf euren Handumfang an. Ja, sie haben noch ein paar Teile weggespart, was, wie gesagt, für ein Ausstellungsstück dann egal ist unterm Strich. Aber man kann hier reindrücken, die Elemente. Ja? Die kann man reindrücken. Soweit okay, aber sie kommen dann natürlich auf der anderen Seite dafür raus. Das heißt, ihr könnt diese Sachen einfach abnehmen, weil ihr greift hier einfach drunter. Das liegt daran, dass ihr halt hier keinerlei Plates drunter gemacht haben. Das ist einfach nur so ein Gerippe und hier unten drunter ist Luft da. Und wenn man dann hier drückt, dann biegt sich das halt zusammen, weil da ist ja nichts drunter. Und dann hebelt man es auf der anderen Seite logischerweise einfach hoch. Und es wäre sehr einfach gewesen, wenn sie unter diesen Slopes, wenn sie dort eine Plate quer gezogen hätten und dann hätte es gepasst. Aber es ist im Endeffekt, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr simple Konstruktion, sehr, sehr kostengünstig entworfen und dementsprechend ist halt Spielwert, wie gesagt, hat das Ding dadurch nicht mehr, weil wenn man das mal kurz macht und man lässt irgendjemanden, vor allem auch ein Kind, mal kurz damit losflitzen, gehen diese Teile verloren, plus diese gesamte Ebene hebelt sich ab. Also das macht man nicht, an dem Ding kann man auch nichts machen, sprich, das Teil wird sein Leben so fristen. Das hätte auch eine Fliese sein müssen, auf jeden Fall, dieses Element hier. Keine Ahnung, warum da Noppen dran sind. Weil das bringt gar nichts und es fehlen die Prints. So. Aber wenn ihr jetzt sagt, für euch 120 Euro Bauspaß gibt es keinen bei dem Set, das ist ruckzuck gemacht, und ihr stellt das Ding dann so hin und ihr seid happy damit und habt eine Figur mit einem aktuell exklusiven Körper, dann seid ihr Top-Kunde für dieses Set. Wartet auf Preise 70, 80 Euro, würde ich sagen, die Ecke. Für die 120 bekommt ihr was Cooleres im Markt. Ich hoffe, ich kann euch da auch gleich mal, also nicht gleich mal hier auf dem YouTube-Kanal, also wieso nicht, hat ihr gar nichts verloren, aber mal bei Twitch Live oder Instagram zeige ich euch mal einen Vergleich zwischen verschiedenen Werkzeugen, die man für das Geld haben kann. Und die machen dann ein klein wenig mehr Spaß. Aber das ist Legos Versuch der Interpretation dieses Hammers. Und jetzt haben wir ihn geklärt. Wenn der jetzt wieder da oben steht, wisst ihr also genau Bescheid, um was es sich handelt und ob das was für euch ist oder nicht. Habt ein großartiges Wochenende, habt nette Leute um euch und bis bald.